Also, befreien Sie uns nun oder nicht? Sie haben was auch. Hey Mungo, wir kommen hier raus, oder? Was geht ab, Mungo? Ach, keine Sorge. Wir kommen hier raus. Sam und ich schaffen das leicht. Wir passen durch den Abfluss im Bad, der für die Mungos zu eng ist. Sagen Sie Penny auch, dass wir abhauen müssen. Sie führt sich so bescheuert auf. Sie müssen mit ihr reden. Es ist wegen diesem Mungo, Rory McLaren. Sie hat sich wohl in ihn verknallt oder so. Was weiß ich, irgend so ein blödes Weiberzeugs. Aber sie haben ihn in eine Kiste geworfen, weil er ordentlich Zoff machte. Jetzt lassen sie ihn nicht mehr raus. Und Penny meint, sie geht erst, wenn sie weiß, dass er in Sicherheit ist. Hab ihr schon gesagt, was für eine dumme Kuh sie ist. Was weiß denn ich, was sie machen sollen? Reden Sie mit ihr. Versuchen Sie, sie rauszubekommen, solange es noch möglich ist. Sammy und ich verschwinden jetzt. Wenn sie sie rausbekommt, treffen wir uns östlich von hier. Nicht jetzt. Wir werden beobachtet. Wie wäre es mal, die Augen aufzumachen? Sie sind der Mungo, der Sammy und Squirrel geholfen hat, oder? Ich hab's Ihnen schon gesagt, ohne Rory gehe ich nirgendwo hin. Ich hab Sammy und Squirrel schon gesagt, dass ich nicht mitkomme. Ich werde Rory nicht zurücklassen. Was wollen Sie tun, mich erschießen? Sie wollen mir helfen? Oh, danke! Sie müssen Rory aus der Kiste befreien. Die Wachen haben die Schlüssel. Ich glaube, einen hat Forty. Aber wo der andere ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat ihn der Boss oder er liegt auf seinem Zimmer. Wenn Sie den Schlüssel finden und Rory rausholen, komme ich mit. Mann, sind Sie groß. Hey, ein Mungo hier unten, der... Mann, bleiben Sie mir vom Leib, Mungo. Ich will mich nicht mit Hämorrhoiden anstecken. Erledigen Sie Ihre Geschäfte. Ich glaube nicht, dass ich Ihren Kadaver mit dem übrigen Fleisch in den Stall werfen werde. Weitergehen.
Ich glaube nicht, dass ich Ihren Kadaver mit dem übrigen Fleisch in den Stall werfen werde. Hallo! Was spielt das für eine Rolle? Wichtig ist, ich habe meine Jungen, meine Freunde, ein... Warum in der Vergangenheit... Er mischte Wasser in meinen Wodka, um mir mehr... Vielleicht ist der nächste Barmann ja nicht so dumm. Jotun. Ich freue mich gar... Ich sehe zu, dass... Also... Ja, was haben wir denn hier? Wollen Sie aus freien Stücken zu den anderen in den Pferd springen? Oder soll ich Sie bewusstlos schlagen und reintragen? Bis später. Hallo, Sie sind ja wieder zurück. Haben Sie etwas Gutes dabei? Wie ist die Razzia gelaufen? Wir mögen hier keine Außenstehenden. Vorsicht! Sie sind der Mungo, der Sammy und Skrull geholfen hat, oder? Ich hab sie... Nein, ich lass ihn nicht. Ich hab Sammy und... Was wollen Sie... Ich kann nicht gehen. Wenn die mich da draußen sehen, werfen sie mich... Besorgen Sie sich den Schlüssel für die Kiste. Dieser Mungo, Forty, er hat einen. Ich glaube, sein Boss hat den anderen. Auf seinem Zimmer. Wenn Sie Rory rausgeholt haben... Wie ist das Fleisch? Bin beschäftigt. Lassen Sie also nur weiter, dann mache ich Sie fertig. Wenn es ums Geschäft geht, reden Sie mit Eulogy. Ja,
Bin beschäftigt, also verpissen Sie sich. Wenn es ums Geschäft. Feuer! Ach, dieser Person. Oh.
Mann, Mungo, das ist ja verrückt. Wir rennen, was das Zeug hält. Wir sehen uns draußen, wenn sie es schaffen. Wo sind die denn?
so behindert. Mann, das war eine klasse Leistung. Sie haben echt Mumm, Mungo. Von hier aus schaffen wir es alleine, kein Problem. Aber Sie müssen aufpassen. Diese Sklavenhalter-Ärsche werden Sie sicher so schnell nicht vergessen. Vorsicht! Wenn Sie nach Little Lamplight kommen, sage ich dem Bürgermeister, dass Sie in Ordnung sind. Dann lässt er Sie ein. Okay, Mungo?
schon wieder? Habe ich nicht gesagt, sie sollen verschwinden? Schätze, sie sind in Ordnung, Mungo. Kommen Sie herein, aber gehen Sie mir nicht auf den Geist. Entschuldigen Sie bitte. What's that, Sticky? Tut mir leid, dass ich deine Party verpasst habe. Ja, ich auch. Tut mir leid. Tschüss, Sticky. Ja, tschüss, Sticky. Jetzt steh da nicht blöd rum, sondern hau endlich ab. Hallo. Hallo. Sie schon wieder? Habe ich nicht gesagt, Sie sollen verschwinden? Shit! Komm! Okay, gehen Sie rein, aber ich werde Sie... Sie machen... Gut. Dort ist es nicht sicher. Nicht mal für jemanden, der so mut... Ja, ich kenne den Weg.
Man muss über den Mörderpass. Nicht wirklich eine sichere Strecke, aber die einzige Tür, die funktioniert. Das ist der einzige Weg, der funktioniert. Die andere Tür war schon kaputt, als ich noch nicht mal auf der Welt war. Der Computer ist im Eimer. Und sogar Joseph. Ich bin der Bürgermeister und kein Babysitter. Vielleicht... Sind Sie sicher? Da drin ist es wirklich schlimm. Nicht mal ich gehe gern dort. Okay, wenn Sie mal... Na los, gehen wir das Tor für Sie öffnen, Mo. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sticky. Hallo, tut mir leid, dass ich deine Party verpasst habe. Ja, ich auch. Vorsicht! Steh da nicht blöd rum, sondern hau endlich ab. Hallo. Vorsicht. Thank you.
Raus aus dem Versteck! Mir geht's nicht durch die Finger!
Thank you.
wir noch weiter Verstecken spielen? Zeit zu sterben.
Aus dem Schlupfloch, wo immer das auch sein mag. In mir kann man sich nicht verstecken. Ich kann die Angst meiner Opfer riechen. Ich kann die Angst meiner Opfer riechen.
links von Ihnen. Verwenden Sie die Sprechanlage neben dem Fenster. Ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander...